Ein ganz besonderer Duft liegt in der Luft, hier am Ludwigsfelder Baggersee. Was riechen Sie denn dann hier ab und zu? Ja, also die Mandel und das ganze Zeug, das Gepäck, also man riecht es schon noch. Wenn man sich im Park bewegt, dann riecht man auf jeden Fall einen guten Geruch, einen süßlichen guten Geruch. Und ich würde schon sagen, das kann man einordnen in Lebkuchenform, sowas, ja. Man ist im ersten Moment schon überrascht, weil bei 30 Grad rechnet man nicht damit, dass es dann plötzlich nach Lebkuchen riecht. Wenn der Wind aus Osten weht, dann riecht es tatsächlich nach Lebkuchen, was zu seltsamen Trugbildern führen kann. Weihnachten im Hochsommer? Der Weihnachtsmann mag nicht echt sein, der Lebkuchenduft schon. Die Duftquelle liegt hier, die Lebkuchenfabrik Weiß in Schweighofen, eine der größten in Deutschland. Hier läuft jetzt das Lebkuchenbacken auf Hochtouren. Schokoladenlebkuchen, Pfefferkuchen mit Zuckerglasur. 2,5 Tonnen Lebkuchen werden hier produziert. Nicht pro Tag, pro Stunde. Rund um die Uhr. Umgerechnet werden das so 5 Millionen Lebkuchen am Tag. Gebacken in einem rund 40 Meter langen Ofen. Und das ausgerechnet im Hochsommer. Grundsätzlich ist es so, dass alle Kunden, die wir beliefern, am Weihnachten oder im Sommer ab September ihre Lebkuchen in den Regale stehen haben. Dann können wir natürlich nicht erst im August anfangen zu produzieren. Diese Menge schaffen wir natürlich nicht. Das ist so der Hauptgrund. Ungefähr eine halbe Stunde dauert es vom Rohteig bis zum fertig verpackten Lebkuchen. Solche Mengen sind nur mit Hightech zu bewältigen. Ein Scanner zum Beispiel sortiert missglückte Lebkuchen automatisch aus. Trotzdem stehen aber noch zwei Mitarbeiterinnen am Fließband und kontrollieren noch einmal aber tausende Lebkuchen. Sie machen jeden Tag hier Lebkuchen, auch im Hochsommer. Wie ist denn das für Sie? Für uns ist schon gang und gäbe. Wir sind es jetzt 13 Jahre, bin ich schon hier. Also man nimmt es gerne mehr wahr, ob Sommer oder Winter ist. Wie groß ist denn die Versuchung, da dann zu naschen jeden Tag? Umso länger man hier ist, nascht man nicht mehr. Am Anfang war es noch groß, klar, war alles neu und interessant, aber umso länger man hier ist, lässt es nach. 100 Tonnen Lebkuchen am Tag. Kein Wunder, dass es rund um Schweighofen duftet wie in der Weihnachtsbäckerei. Und wenn auch Sommer ist, gratis Lebkuchen vom Weihnachtsmann geht immer. Auch im Bikini oder in der Badehose. Warst du auch brav? Dann ist gut.